KinoCast. Hallo und herzlich willkommen hier zur Olympia-Ausgabe vom KinoCast. Hallo Kate. Hallo. Hallo Chris. Ein olympisches Guten Morgen in die Runde und ein gut Stieß. Ja, möge die Macht mit euch. Ach nee, das war nicht Olympia. hallo auch von mir, hier ist der Erik. Ich grüße euch alle herzlich. Erik ist ein lustiger heute. Wann ihr auch uns immer hört. Ja, klar. Gerade frisch aufgestanden, geduscht, Zähne geputzt, merkt ihr das? Okay. Ist schon wieder dieser Zeit in der Woche, ja. Ja, genau, so einmal im Monat kann man das mal machen. Da kann man mal über diese schwarzen Stümpfe hinwegputzen. Ja, wir haben jede Menge Filme mitgebracht und eine coole Serie, die jetzt neu gestartet ist in der zweiten Staffel. Seid da gespannt, dann gibt es ja auch noch ein Rätsel und ja, wir müssen dann noch was verkünden, das machen wir dann gegen Ende, da habe ich einen kleinen Programmpunkt hier. Aber erstmal kommen wir zur Sneak Preview der Woche und hier war ja der Chris natürlich wieder am Start im Kino, in den Innenstadtkinos im Gloria, wo jetzt jeden Montag um 20.30 Uhr die Sneak Preview stattfindet unter Corona-Auflagen, das heißt ihr könnt da, ach nee, unter der Woche war es so, ne? Man braucht nicht alles haben, oder wie war das? Habe ich irgendwas gelesen, so ein Posting von ja, das ist je nach Uhrzeit abhängig und halt wie es wie die Leute kommen, wie viel erwartet werden auch, so, davon hängt es so ein bisschen ab. Ansonsten halt mit Abstand, da könnt ihr euch absolut sicher fühlen. Ich habe jetzt heute Nachmittag meine zweite Impfung und nachdem dann die Karenzzeit vorbei ist, gehe ich dann natürlich auch wieder. Und ich möchte mich erstmal ganz, ganz herzlich bedanken. Ja, rüste ich erstmal aus. Ich mache mal kurz meine Danksagung an Studio Kanal und an den Willi von Pure Online, die es mir möglich gemacht haben, den Film, den der Chris in der Sneak gesehen hat, auch noch in einem Screener nachzuholen. Das war ein bisschen sehr kurzfristig möglich und hat mich sehr gefreut. Deswegen können wir jetzt über Cash Truck reden im Original. Wrath of a Man. Chris, möchtest du mal kurz sagen, worum es geht? Der neue Film von Guy Ritchie, ne? Warte mal kurz, ja, einen kurzen Disclaimer noch. Also wir werden spoilerfrei bleiben bis zur Spoilerwarnung. Das heißt, wir werden natürlich bei Weitem nicht über den ganzen Film reden können. Wir müssen halt relativ früh aussteigen, weil dann schon die ersten Sachen kommen, die man eigentlich nicht verraten sollte bei einer Zusammenfassung. Deswegen, jetzt könnt ihr ganz in Ruhe unsere komplette Kritik erstmal hören und dann machen wir die Wertung und dann blenden wir rechtzeitig aus und warnen euch. Okay, Chris, schieß los. Peng. Peng. Oh nein. Olympisches Gold geht an Chris Bendel. Yeah! Mit der Luftpistole ist dann aber eher wie bei dem anderen Guy Ritchie-Film Lock, Stock and Two Smoking Barrels, wo die... Ja, das ist okay, aber trotzdem habe ich den Körper eines Olympioniken, habe ich festgestellt. Oh, also, Cashfuck, ist mal hier genug rumgealbert hier, die Damen und Herren. Was ist denn los hier? Bisschen Konzentration aufs Thema. Wir haben nämlich ein ernstes Thema mit Mikrofondisziplin. Und Entschuldigung, ich mache gerade hier noch sauber. Jason Statham in der Hauptrolle bei Cashfuck, dem neuen Guy Ritchie-Film. Und der Film geht los, dass ein Geldtransporter überfallen wird, auf eine ziemlich harte Art und Weise. Also der fährt los, fährt raus und wird gestoppt von einem Bautrupp, die gleich mal hier schön die M4s und sowas ins Gesicht halten. Dann seitlich aufschweißen, Blendgranate rein. Ja, wir befinden uns als Passagier mit in diesem Geldtruck. Ne? Wir sehen das alles aus der Perspektive her. Genau, und patz, pitz, bung, und wir bleiben auch in der Perspektive und bekommen dann halt auch das ein oder andere mit, was draußen passiert, aber wir sehen es halt nicht, wir kriegen es nur so am Hören mit. Und dann ist quasi, wenn die Szene rum ist, ist die nächste Szene schon, dass das Jason Statham auftritt und Jason Statham sich bewirbt bei eben diesem Unternehmen, das da gerade überfallen wurde. Und dort eben als Geldtransportfahrer dann seinen Lebensunterhalt verdienen möchte. Und man merkt im ersten Moment, okay, da ist irgendwas ein bisschen anders, ein bisschen arg anders. Und das ist auch die Szene, darüber darf man noch reden, weil das ist das, was im Trailer zu sehen ist. Er räumt einfach mal ganz mächtig auf. Also es kommt zu einem Überfall, und er räumt einfach brutal mächtig da mal auf. Er wird natürlich am Anfang
von seinen neuen Kameraden schon mal erstmal so ein bisschen, du bist der Neue, ja, hier, wir sind ja die taffen Hunde, ne? Wir haben das hier schon alles durch und jetzt halt dich mal an uns, wir zeigen dir, wie es geht und keiner will mit dem Neuen rausfahren und so, ne? So das Übliche. Und dann, wo es zum ersten Mal richtig hart auf hart kommt, dann verkriechen sich die anderen eigentlich und er ist dann, er macht Jason Statham doing Jason Statham things, sag ich mal. Genau, ja. Das trifft es eigentlich ganz gut, ja. Also, volle Möhre, volle Pulle. Und ziemlich, ziemlich krass, wie er da diesen Vorfall dann aufräumt und dann natürlich erstmal in der Firma alle so, okay, weil er hat ja seine Prüfungen gerade so bestanden, muss man ja auch dazu sagen. Also gerade so hat er das geschafft. Und der Chef der Firma gleich so, oh mein Gott, und boah, sie sind ein Held und bla bla bla, voll hochgepusht und was weiß ich was. Und das ist der Beginn dieses Films. Also es ist, wie du sagst, Jason Statham doing Jason Statham things. Und dann geht's eben erst richtig los. Und dann wird es nämlich jetzt schon langsam schwierig, ein bisschen spoilerfrei zu bleiben. Mhm. Weil es gibt einen Grund, weswegen Jason Statham dort anfängt. Und die Cash-Trucks, die transportieren natürlich viele Millionen durch die Stadt. Ja. Und wir erfahren dann halt auch so ein bisschen, wie das System läuft, dass da zum Beispiel so Spielhallen und so Wettbüros und so weiter und auch große Kaufhäuser dann ihre Gelder den gegen Cash-Trucks anvertrauen und die das dann auch so in einer Zentrale lagern, wo natürlich wirklich einige Millionen da sind. Und die die Gangster der Stadt, die haben natürlich da auch immer ein Auge drauf geworfen, ja, ob man da nicht was abgreifen kann in irgendeiner Weise. Und die ganzen Mitstreiter in diesem Cash-Truck-Business da in dieser Firma, das sind sehr viele dabei, die man schon aus diversen Nebenrollen kennt. Da ist zum Beispiel Josh Hartnett dabei. Das ist einer von diesen ersten Partnern, mit denen er dann auf Reisen geht. Der hat auch bei Lucky Numbers 11 oder ich glaube bei diesem Pearl Harbor Film oder sowas war so, glaube ich, mal seine große Hauptrolle, die er hatte, aber sonst eher so Nebenrollen. Dann Holt McCallany, der hat auch, den kennt man, wenn man den sieht, der so ein bisschen so ein väterlicher Freund ist bei in diesem Cash-Truck-Game für ihn, wo er da reinkommt. Scott Eastwood hat eine kleine Rolle mit dabei. Andy Garcia hat eine Rolle, wo ich natürlich jetzt teilweise auch nicht verraten darf, was die jetzt so genau tun. Das ist brutal schwer gerade, ne? Um es nicht, genau. Was ich aber noch verraten kann, ist, dass der Film ist ein Remake von einem 2004er französischen Film. Den hat Nicolas Boucrif gedreht. Der heißt auch Le Convoyeur. Und da spielt Jean Dujardin die Hauptrolle von, die jetzt Jason Statham spielt. Und die Story ist die gleiche. Sorry, also ein bisschen Änderungen sind drin. Und ich habe mich noch ein bisschen reingelesen in die Geschichte des Films. Weil eigentlich sollte die Hauptrolle jetzt, Achtung, Chris, was könntest du denken, wer hätte außer Ralph Möller diese Hauptrolle noch spielen können? Chuck Norris. Nein, Sandra Bullock sollte eigentlich die Hauptrolle spielen. Ah, oh, okay. Man hat aber dann doch davon Abkehr genommen und der Regisseur des französischen Films hat zusammen mit dem Drehbuchautoren des französischen Films hat quasi das Drehbuch umgeschrieben für Jason Statham quasi und für die Rolle und auch für die amerikanische Situation. Und ja, hat damit, glaube ich, sehr viel Gutes getan. Und Guy Ritchie, also, der scheint wieder echt gute Filme zu machen, muss man sagen, was mir sehr, sehr gefällt. Weil ich mag eigentlich die Art, wie er so Filme anpackt. Das hat so ein bisschen was, im besten Sinne, wirklich im wohlwollendsten Sinne, Amateurhaftes, wie er es macht, weil es sind teilweise so Sprünge drin, wo du erstmal denkst, oh, was ist denn das für ein komischer Schnitt? So ein bisschen ungewohnte Sachen, ungewohnte Rückblenden, und das gefällt mir einfach total, weil das ist so abseits von diesem typischen Hollywood-Erzählstrang oder manche machen so diesen bewussten, wo ich sage, okay, jetzt mache ich nochmal irgendwie eine Rückblende, wo ich nochmal was enthülle. Das macht er nicht, sondern der erzählt die Story so, wie er denkt, sie ist am spannendsten. Das war schon bei Bube, Dame, König, Gras, bei Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Da gibt es so eine Szene, vielleicht könnt ihr euch erinnern, das ist meine absolute Lieblingsszene in dem Film und die gucke ich mir auch manchmal einzeln an.
da ist so eine wilde Schnittsequenz. Man sieht verschiedene Personen. Die einen sitzen im Auto, fahren irgendwo hin. Der eine fängt an, einen Witz zu erzählen. Dann schneiden die weg zu einer anderen Szene, zu jemand anders. Die Kamera geht zurück zu der ersten Szene und du siehst nur, wie die im Auto alle lachen. Und dann wiederum Schnitt zu den anderen. Da fängt wieder ein Dialog an. Dann schneiden die zurück ins Auto und du hörst nur die Pointe von einem anderen Witz. Und es passt alles gar nicht zusammen. Und das ist einfach so komisch. Ja, das ist großartig, kenne ich ja. Nee, aber es ist gerade echt schwer für mich, da jetzt nicht noch zu viel verraten, weil wo das dann hinführt und so, ist schon eine krasse Nummer, fand ich. Krasse Nummer. Dann gehen wir vielleicht schon mal in die Kritik rein, bevor wir dann in den Spoiler-Part reingehen. Also mich hat der Film absolut umgehauen. Ich mochte den Film von Anfang, wie die Kamera in diesem Cash-Truck drin ist, wie wir den Überfall miterleben, wie das gedreht ist. Das war wieder so, wow, wo ich dachte, boah, das habe ich ewig nicht gesehen. So diese, da waren auch sehr viele One-Takes drin. Da ist zum Beispiel, wo Jason Statham zum ersten Mal in diese Cash-Truck-Firma reinkommt, ist wirklich so als One-Take. Man verfolgt ihn, wie er da so durchläuft. Man sieht die Räumlichkeiten, was ja später dann nochmal wichtig wird, dass wir wissen, wie sieht das räumlich aus. Und da gab es auch noch andere so One-Take-Szenen. Ich glaube, die am Anfang, ich konnte leider bei meinem Screener nicht spulen, ich wollte nochmal zurückgehen. Ich glaube, die am Anfang, das war auch ein One-Take, wo die in dem Auto sitzen. Das kann gut sein. Dann findet der Überfall statt, die schweißen das Ding auf, dann passiert ja einiges. Und oh, das war einfach wunderbar anzusehen. Toll gedreht. Und Jason Statham, also Wahnsinn. Also er macht jetzt, also jetzt zu sagen, Jason Statham doing Jason Statham things, ist vielleicht ein bisschen banal formuliert, aber der macht deutlich mehr hier in dem Film als in seinen üblichen Transporter-Kloppereien hier und so. Also das. Ja, aber und das mit unfassbar wenig Mimik diesmal. Mhm. Ist das mal aufgefallen? Also ich fand, er ist extremst in dieser Rolle geblieben. Wenn man weiß, warum er sich dort gemeldet hat und was da dahinter steckt, dann ist es das für mich auch, das fand ich wirklich beeindruckend, diese Art und Weise, wie er so komplett fokussiert geblieben ist. Und das über den gesamten Film eigentlich über. Und das fand ich sehr beeindruckend. Ja, denn man kann, glaube ich, so jetzt mal halbwegs spoilerfrei noch sagen, ist auf jeden Fall ein großes Ding geplant. Aber wer da jetzt mit drin steckt und was und wie und warum und wer da noch andere Interessen verfolgt, das kann man jetzt definitiv nicht sagen. Ich mochte auch sehr, das ist hier der Name, der bei mir rechts hier, den ich neben hingeschrieben habe. Ich habe extra geschaut, von wem das ist. Ich mochte den Score. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Ja, der Score. Fand ich auch gut. Oh, das war der Wahnsinn. Und ich dachte, oh, das klingt alles nicht so, als hätte ich es schon mal irgendwo gehört. Wenn du, was weiß ich, Randy Newman hörst, so die Großen, ne? Dann, die klingen immer gleich halt, so ähnlich. Oder John Williams, klar. Also das ist immer sehr bombastisch. Oder selbst dieser hier, wie ist der, der für Arrival und so die Musik gemacht hat. Das klingt auch immer so, man hört es schon so ein bisschen raus. Aber das war so untypisch und ich fand es einfach absolut geil, wie da die Situationen untermalt wurden. Und ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, ich weiß es natürlich nicht, vielleicht kann man das später nochmal recherchieren. Ich glaube, der Film war fertig und dann hat der Komponist den fertigen Film bekommen und hat seine Musik darunter gelegt, weil häufig ist ja so, dass die Komponisten schon teilweise ein bisschen dran arbeiten, damit sie schneller fertig werden. Aber ich glaube, der hat hier wirklich diesen stimmigen Score dazu gemacht, erst nachdem der Film fertig war, weil das spiegelt genau so die Stimmung in den jeweiligen Szenen auch wieder. Hat mir wahnsinnig gut gefallen. Deswegen, ich habe mal geguckt, gibt es noch nicht in Deutschland zu kaufen, bei Amazon in den USA gibt es jetzt schon zu kaufen. Da kann man auf der Webseite bei amazon.com den Score mal anhören. Dort heißt der Film ja Wrath of a Man. Und also ich gebe mal meine Wertung, ich gebe 9 Punkte, weil er hat mir wahnsinnig gut gefallen und den kaufe ich mir, wenn der auf Blu-ray rauskommt, den muss ich nochmal gucken und ich hoffe mal, gibt es eine schöne Special Edition und so. Also es war wieder so ein Guy Ritchie-Film, der mich umgehauen hat, das ist Wahnsinn. Er hat einfach brutal, nicht Spaß gemacht, er war einfach brutal teilweise und echt cool gemacht einfach. Und ja, die Brutalität. Gesagt, Jason Statham, richtig gut. Ja, die Brutalität, ja, ich meine, aber das ist nicht der Grund, weshalb er mir gut gefallen hat oder so. Ich fand die Story einfach so genial aufgebaut. Cool. Und ich kannte den Originalfilm, sei dazu gesagt, ja.
Also von daher, also ich wusste, ich dachte schon ein bisschen, irgendwas war doch da. Ich meine, es ist jetzt auch einige Jahre her, von 2004 bis jetzt. Ich habe den aber nicht 2004 gesehen, sondern irgendwie ein bisschen später mal auf irgendeinem Video oder so. Ja, aber... Okay, kurzum, ja. Ich gebe ihm 8,5 von 10. Cool. Wie sieht es denn in der Gruppe sehr aus? Cool. Hat da jemand... Ja, da ist es ähnlich. Da sind die 15 Bewertungen. Einer ist bei 3 unten, der Rest ist relativ oben. So 7, 8, 9. Ich habe meine auch schon eingetragen. Ja. Jemand hat kommentiert mit Blockbuster. 10 Stück sogar auch. Also ja. 10 Punkte. Also wie gesagt, von 7 aufwärts ein Ausreißer nach unten. Aber wenn wir jetzt Boxplot-mäßig das angehen, ist halt das ist Minimum. Oder du streichst den Top und den Mini-Wert weg, dann hast du immer noch ein breites Mittelfeld von 7, 8, 9 Punkten. Definitiv. Und also absolute Empfehlung. Und der Film startet definitiv ja diese Woche, wenn ich mich recht erinnere. Ne? Der startet ja am 29. Ja, ja. Und ganz wichtig, den kann man bestimmt zu Hause ganz gut gucken, aber im Kino wirkt der halt ja, richtig, richtig gut. Definitiv, das habe ich mir auch gedacht. Ich habe schon während des Films, ob ich, wenn der noch läuft, dann, wenn meine Karenzzeit vorbei ist, dann glaube ich, gucke ich den nochmal an im Kino. Was ich auch sehr gut fand, in meinem Screener stand die ganze Zeit Erik.späte, also meine E-Mail-Adresse mitten im Bild. So. Das fand ich gut, dass sie das machen. Ich hoffe, die machen das auch im Kino. Ja, dieser Film wurde gerippt von Erik. Diesen Film sehen wir mit freundlicher Unterstützung von. Okay, also bevor wir jetzt dann zu den Sneak-Tipps kommen, gehen wir nochmal in den Spoiler-Teil hier rein. Achtung jetzt, also dann abschalten bitte oder überspringen bitte, Kapitelmarken. Wenn ihr es nicht über Spotify hört, dann habt ihr Kapitelmarken. Achtung, Spoilerwarnung. Jetzt müsste sich dann die Kate, wenn sie den noch sehen will, mal die Ohren zuhalten oder so. Die ist, glaube ich, eingeschlafen. Weil ich glaube, den kann man echt wärmstens empfehlen, den Film. Der ist so spannend gemacht, fand ich, die ja, ganze Zeit. Also es jetzt kann man eigentlich auch nicht mehr viel sagen, oder? Spoiler-Teil. Naja, also... Ja, doch. Dieses, wir müssen ja nicht den ganzen Film erzählen im Spoiler-Teil, aber... Nee, das ist richtig. Brutal einfach. Also, ich steige mal mit Folgendem ein. Pass mal auf, vielleicht gibt das einen Anhaltspunkt. Ich finde es gut, dass der deutsche Titel Cash Truck ist und nicht Wrath of a Man, also die Rache eines Mannes, weil dadurch... weißt ja noch nicht genau, was steckt dahinter. So denkst du schon, okay, also da ist noch irgendwie eine Rechnung offen und gibt dir schon eine Richtung vor. Und der französische Film hieß ja auch Cash Truck in der deutschen Übersetzung. Und deswegen finde ich eigentlich doof, dass sie das in den USA schon so ein bisschen vorgeben, so ein Mann sieht rot oder so, dass man schon weiß, in welche Richtung das geht. Ne? Gebe ich dir vollkommen recht. Also, dass der Titel so gewählt wurde, dann finde ich super gut, dass es so geblieben ist. Und halt, wie du schon gesagt hast, wie das sich aufbaut mit den ersten Szenen, mit hier, mit da und überhaupt und boah, was dann da dahinter steckt und wie Jason Statham da einfach so fokussiert. Ich bleib da dabei. Das ist für mich so absolut ganz, ganz, ganz stark gemacht. Einfach der, klar kann man sagen, okay, er liefert die Mimik eines Kühlschranks mit, so wie das hier Vin Diesel halt macht, der halt nur diesen einen Gesichtsausdruck aber auch hat. Aber einfach so, so cool, so fokussiert, so. Und du hast jetzt gerade noch gesagt, so, ja, es ist was Größeres geplant, aber darum geht es ihm ja gar nicht. Das ist ihm ja scheißegal. Aber die anderen planen ja was Größeres, die er eigentlich drankriegen will. Ja, aber das weiß er ja auch nicht. Bis zu einem bestimmten Punkt weiß man halt nicht. Es steckt er mit drin? Will er jetzt quasi als Maulwurf da rein, um zu sehen, wie da die Abläufe sind? Und will er dann mit? Oder was hat er für eine Agenda und so? Ist für mich auch eine der allergeilsten Szenen in dem Film, wo der eine Überfall da in Chinatown stattfindet. Ja. Und die davor steht und der einfach nur das Tuch von seinem Gesicht nimmt und die, alles klar, wir gehen. Genau. Vor allem dann die Szene danach im Headquarter mit. Was war das denn? Ja. Wie, die sind einfach gegangen. Ja, die sind einfach gegangen. Die sind einfach gegangen. Als hätten sie einen Geist gesehen. Ja. Und das war einfach großartig. Einfach absolut großartig. Und dann einfach dieses Erkennen, was steckt dahinter? Wie, was und warum? Ey, brutal gut. Also richtig, richtig gut. Hat mich schwer beeindruckt teilweise. Da spielt ja auch Eddie Marsan mit. Den hatten wir zuletzt in der Sneak gehabt bei diesem, wie ist das, Erschütternde Wahrheit hier mit,
mit Will Smith. Also der spielt da diesen, was ist das, den, nicht den großen Football. Inhaber von der Firma, sondern irgendwie diesen Koordinator der Cash Trucks oder so, dieser, du weißt bestimmt, wen ich meine. Ja, der hat ja auch bei, der hat schon bei vielen coolen Rollen mitgespielt und der hat auch bei, war das bei Snatch oder bei Lock, Stock and Two Smoking, also bei allen oder sogar bei beiden hat er auch mitgespielt und der ist einfach super da, wie er so, als hätten sie einen Geist gesehen. Ja. Die sind einfach gegangen. Ja, die sind einfach gegangen. Was? Sehr herrlich. Nee, einfach mega cool. Und, aber halt auch brutal teilweise, wie da Gehirn rausfliegt auch, ist so, boah, da hänge ich auch mal dran so, okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen heftig, aber okay, wenn die meinen, dann okay. Nee, auch richtig so diese, cool einfach. Diese Art von den anderen, die mit dabei sind in diesem Cash-Truck-Game, sag ich mal, hier Josh Hartnett oder sowas, der erst so diesen übelst toughen Typen spielt, ja, und wo der dann auch so eine, wo er dann doch etwas ängstlicher ist und so. Etwas? Ja. Und dann geht er einfach mal raus. Das scheißt sich da völlig ein. Ich meine, ich hab schon mal Pistole geschossen, also sowohl bei der Bundeswehr als auch später mal auf so einem Schießstand, wo wir so ein Incentive hatten. Das ist echt schwer. Und der macht einfach, steigt da aus und schießt mit der Pistole auf so eine Entfernung da in die Köpfe. Ja. Also, aber ja. Da merkte man schon, cool, okay, einfach. Der Mann hat Vorkenntnisse. Der hat nicht nur 70%. Er sagt ja gerade so beschneidet, dieser Mann hat Vorkenntnisse, finde ich jetzt eine sehr gewagte These. Es ist ja dann auch so ein bisschen, es bleibt ja auch alles so ein bisschen leicht suspekt, also mit Andy Garcia, was ist das, FBI, dann kommen da die FBI-Leute rein und die werden von dem zurückgepfiffen und dann ist da Jason Statham mit seinen Leuten und was ist da los und so, also es bleibt ja auch alles irgendwie so ein bisschen, so gut einfach. Ich mochte das sehr, den Aufbau der Geschichte und wie auch so viel im Unklaren geblieben ist und dann, absolut, ja, und dann auch diese Shootouts, das war der Wahnsinn, also das, echte Empfehlung, also gut, wenn ihr jetzt wirklich, bis hierhin gehört habt, brauche ich euch den nicht empfehlen, weil dann solltet ihr den... Wir können nur ganz schwer unsere Begeisterung verbergen. Also für die, die den noch nicht gesehen haben, oder die den schon gesehen haben, weil alle anderen werden ja jetzt hier nicht den Spoiler-Teil gehört haben, ich denke, vielleicht seht ihr das genauso, wenn ihr einen Kommentar da lasst, seht zu, dass ihr spoilerfrei bleibt, das wäre super. Und also ich kann nur noch mal meine 9 Punkte da unterstreichen. Hat mich echt weggehauen. Trotz, dass es nur hier am Computer war, der Screen. Ja, aber okay. Ich glaube, können wir wieder zurückgehen, unbedingt oder? Ins Kino gehen und anschauen. Ganz spoilerunfrei. Dann gehen wir wieder hier raus. Achtung, Spoilerwarnung. Dann sind wir wieder zurück im normalen, spoilerfreien Teil. Und dann kann uns mal die Kate verraten, wie denn der Tipp für die morgige Sneak Preview aussieht. Der Tipp lautet, nichts dem Zufall überlassen. Aha. Und es sind noch keine Tipps eingegangen. Ich hätte ja fast auch zu dem Erik hat was. Ich? Erik hat direkt was geschrieben, aber nicht in die Gloria Sneak Stuttgart Gruppe. Ach so, dann lies das mal vor. Doch, ich kann mich erinnern, muss man hier mal zurück... ja, vielleicht finden wir es irgendwo in der WhatsApp-History hier. Kate, du kommst morgen wieder mit, ne? Weiß ich noch nicht. Nichts dem Zufall überlassen. Sagen wir es mal so, wenn du mitkommen würdest, glaube ich, würdest du es nicht bereuen. Ich finde es gerade nicht, aber ich hatte irgendwas gesagt. Ich suche noch. Kann mich erinnern. Aber da können wir schon mal weitermachen mit den gesehenen Filmen im Heimkino. Denn wir hatten ja da auch noch eine Heimkino-Sneak-Preview. Heimkino. Ohne es zu wissen, hatte ich ja da auch einen Film rausgesucht, der auch was mit Frankreich zu tun hat. Nämlich ich hab's gefunden. Ja? Du hast getippt Buddy Games. Okay. Ja, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Inhalt weiß ich nicht mehr. Irgendwas auf die Sägen fertig los. Hä? Oder so. Ja. Okay. Ich weiß gerade nicht mehr, worum es da geht. Ich hatte irgendwie ein bisschen geguckt und dann dachte ich, der könnte passen. Aber schauen wir mal. Wenn ihr das auch... Nette Besetzung. Okay. Wenn ihr das auch wissen wollt, dann guckt am besten in die Gloria Sneak Facebook-Gruppe auf Facebook, wie der Name schon sagt, und könnt da Mitglied werden. Und da seht ihr die Tipps, auch so die Last-Minute-Tipps, die dann eingehen. Dann
Aber geht einfach so, weil manchmal stimmen auch die Tipps nicht, da kommt was ganz anderes dann. Lasst euch überraschen. Genauso wie ich mich habe überraschen lassen in der Heimsneak-Preview, die da heißt, wie ich ein Superheld wurde. Ein französischer Superheldenfilm, wenn man so will. Und jetzt gucke ich mal kurz, wer hat den noch geschaut? Niemand, nur ich. Okay, es geht darum, dass wir in einer Welt leben und da spielt der Hauptdarsteller ist der junge Mann, den wir hatten in diesem einen Sneak-Film. Chris, du kannst dich erinnern, du warst da mit, wo der eine Mann aus dem Knast ausbricht und dann glaubst du, Sophie Marceau war das, den irgendwie auch, nicht Sophie Marceau, die Amelie-Schauspielerin, den dann aufnimmt quasi und sich um den kümmert. Kannst du dich erinnern? Dunkel, ja. Ja, ja. Der Hauptdarsteller ist das und der... Ah, cool. Ja, Grüße. Und dieser Hauptdarsteller, der ja, spielt quasi einen Polizisten und wir erfahren auch, dass der so ein bisschen Superkräfte hat und in dieser Welt leben quasi die Superhelden neben den, in Anführungszeichen, normalen Menschen und ja, leben da so nebeneinander her. Und es gibt dann aber mal so einen Fall, dass plötzlich Nicht-Superhelden Kräfte bekommen, die damit nicht umgehen können. Und die Polizei ermittelt dann, also gibt es zum Beispiel so Fälle, dass plötzlich irgendwelche jungen Männer in einer Disco alle Menschen töten mit Feuerbällen, die aus ihren Händen kommen. Sieht aus wie bei dieser einen Anime-Serie, wo man dann so, wenn man die Hände so nach vorne macht, wusch, dann kommt so ein Feuerball, ihr wisst, was ich meine. Und, nee, erklär's mal bitte kurz. Dragon Ball. Dragon Ball? War das Dragon Ball? Dragon Ball, ja. Okay. Und ach, danke, Kate. Übrigens, jetzt kann ich mir das vorstellen. Übrigens, der Film hieß Lieber Antoine als gar kein Ärger. Ja, genau. Oh Gott, ja. Oh Gott. Ja, so schlecht war der nicht. Und genau, der Polizist ermittelt dann. Wir erfahren dann aber, dass der Polizist auch so ein bisschen Superkräfte hat. Und ich überlege gerade auch ein bisschen, wie viel ich erzählen kann. Jedenfalls finden sie dann sehr schnell raus, dass es so böse Leute gibt, wie es halt immer so in Superheldenfilmen gibt, gute und böse. Und da gibt es halt böse Leute und die fangen Superhelden weg und extrahieren quasi die Superkräfte aus denen heraus, was die Superhelden dann tötet dadurch natürlich. Und diese Superkräfte werden halt extrahiert und diese Essenz wird dann so vervielfältigt in so Röhrchen. Und wir hatten doch letztens auch mal so einen Film, war der nicht sogar mit Will Smith, irgend so ein Netflix-Eigenproduktion, wo so Leute Superkräfte bekommen haben, die eigentlich gar keine haben und so, wo die sowas reingesaugt haben und dann sind die Augen ganz weiß geworden und so ungefähr ist das dann hier auch. Das heißt, sie verteilen die Droge, also sie verkaufen die noch nicht mal, sie verteilen die, um einfach irgendwie Chaos zu stiften und weil sie wollen, dass auch normale Leute Superkräfte bekommen. Und ja, nachdem sie diese erste Feuerball-Droge unters Volk gebracht hatten und da sehr viel Schaden angerichtet haben, haben sie dann jemand anders weggefangen, der kann dann auch so Leute irgendwie so halb blind machen, die tappen dann so blind herum und letzten Endes fangen sie dann auch irgend so ein junges Mädchen weg, die Tochter ist von so einem ehemaligen Superhelden. Und die hatte auch Superkräfte und nach der Tochter wird dann intensivst gesucht. Und unser Held, unser Polizist, der seine Superkräfte aber eher nicht zeigt, um da nicht so Aufmerksamkeit zu erregen, der ermittelt dann in diesem Fall. Es spielt auch noch mit Benoît Poirier. Der hat zum Beispiel bei Mann beißt Hund mitgespielt, ein sehr empfehlenswert. Benjamin Pavard. Nein, den kennst du aber auch. Das ist ein bekannter Französischer. Der hat, glaube ich, auch bei Nichts zu verzollen in der Sneak, hatten wir, glaube ich, mal gehabt, diesen Film, wo die da an der Grenze zwischen Belgien und Frankreich immer den Grenzstein versetzen und so. Und oh, ja. Es gibt dann so eine ehemalige Superheldenliga in Frankreich, irgendwie, wie hieß das, irgendwas mit Pack, Super Pack oder so ähnlich. Und die sind aber nicht mehr aktiv, weil die sind alle schon ein bisschen älter geworden und da gab es auch so ein paar Fälle, dass die zerstreut hat und die treten dann an diesen Polizisten heran, um den da zu unterstützen und der will aber eigentlich nicht so richtig und ja, ist insgesamt ein bisschen weird, wie manchmal auch so die so teilweise französische Superhelden-Comics sind, nicht ganz so, bei Weitem nicht so stringent erzählt, wie jetzt irgendwelche Marvel-Geschichten und irgendwie wirkt es manchmal so ein bisschen wie, das hat man alles schon mal irgendwo gesehen, gerade, ich hatte es ja schon erwähnt, diese Netflix-Produktion da mit Will Smith da und
irgendwelche Superhelden-Geschichten und so. Also selbst mit meiner doch frankophilen Brille war es für mich so teilweise manchmal ein bisschen schwer, den Film weiter zu gucken, weil es doch ein bisschen lahmarschig war an manchen Stellen und irgendwie habe ich gedacht, ach, das hätte man alles schon mal besser machen können und auch so die Effekte und die Motivation der Bösewichte war für mich auch wenig ersichtlich und ja, war schwierig, schwierig. Aber ich glaube, das liegt daran, dass du so ein Good Guy bist, deswegen kannst du das, verstehst du das nicht. Ach, ich weiß auch nicht. Der Film, der sollte eigentlich damals auch irgendwie ins Kino kommen, dann hat hier Corona zugeschlagen, dann haben sie den irgendwie noch so halbwegs fertig gemacht und wollten den noch ins Kino bringen und dann kam es doch nicht und ja, letzten Endes landet er halt jetzt im Streamingdienst und es sind gute Darsteller dabei und man hätte durchaus mehr draus machen können und der Film baut unheimlich viele Rampen für weitere Episoden, was ich okay finde bei solchen, sag mal, solchen Origin-Stories, obwohl es keine richtige ist. Also wir sehen jetzt nicht, wie er seine Kräfte bekommt. Wir sehen es zwar in Rückblenden und so und auch, wie die anderen das bekommen. Die Rampen finde ich okay und ich hoffe mal, dass sie, wenn das jetzt Anklang findet, der Film, dass sie da wirklich einen besseren, weiteren Film machen, weil er, er bekommt als Polizist bekommt er so eine Partnerin zugeteilt, so eine neue und dann ist so ein bisschen 80er-Jahre-Buddy-Movie-Ding, weil die können sich erstmal überhaupt nicht leiden und wie es dann halt so ist und wir wissen genau, ja, irgendwann arbeiten sie ganz perfekt zusammen und die retten sich gegenseitig noch zigmal und so. Also es wirkt alles schon wie tausendmal gesehen und war jetzt wenig Neues dabei, wo ich dachte, oh, jetzt ein französischer Superheldenfilm, das interessiert mich jetzt und mal gucken. Und dann war so, oh ja, okay, da ist jetzt nichts Neues und da ist nichts Neues und da ist nichts Neues und da ist einfach auch die französische Comic-Szene viel zu innovativ, als dass man jetzt sowas abliefert, was schon tausendmal gesehen ist. Also da hätte man auf so viel gutes Material zurückgreifen können oder gute Ideen. Deswegen fand ich den ein bisschen lame. Ich gebe mal 6 Punkte, die ein bisschen wohlwollend sind, aber ich hoffe, dass da vielleicht noch ein cooler zweiter Teil kommt oder eine Fortsetzung oder Prequel oder keine Ahnung. Und also ich kann den schon empfehlen, wer so Superheldenfilme mag und jetzt Marvel alles durchgeguckt hat, jetzt gerade so in dieser Zwischensequenz, wenn man Loki fertig geguckt hat oder so, kann man ja hier mal reingucken. Ja, das war meine Heimsneak, von euch hat es keiner geguckt. Kate hat noch was geguckt, da bin ich jetzt gespannt, da sagt mir gar nichts. Was ist das? Ja, Wounds ist ein Netflix-Film und der ist sehr speziell. Denn er wird als Horrorfilm gehandhabt. Das ist er aber nur zweitrangig. Und das ist das Spannende an dem Film. Und deswegen glaube ich, dass er auch so sehr, sehr schlechte Kritiken hat. Denn ich glaube, die meisten haben ihn nicht verstanden. Du hast ihn verstanden, worum geht's? Das ist gut. Es geht, dann kannst du uns ja, ich hab eine Idee entwickelt okay. Über den Film hinaus und musste dann aber auch tatsächlich nachlesen, worauf das tatsächlich im Detail rausgehen soll. Es geht um... Übrigens, googelt nicht Wounds. Ich habe gerade Wounds gegoogelt und außersehen auf Bilder so geklickt. Oh, da siehst du hier offene Arme, Beine. Oh, Hilfe. Bei Google Bildersuche, macht's nicht. Es geht um einen Barkeeper namens Will, der ein Alkoholproblem hat und zwar eine Freundin zu Hause hat, aber immer wieder mit anderen flirtet, mit den Damen in der Bar. Die Bar wirkt auch sehr heruntergekommen, aber das ist quasi auch nur so ein zweitrangiger Schauplatz. Und eines Abends in der Bar gibt es eine Schlägerei und während dieser Schlägerei verliert eine Gruppe von Studenten ein Handy in der Bar. Also die lassen das versehentlich liegen oder vielleicht auch mit Absicht, wir wissen es nicht genau. Will findet das Handy und steckt es ein, will es eigentlich hinten hinter die Bar bringen, um da... bei Lost and Found reinzulegen, vergisst aber, dass er es in der Hosentasche hat und nimmt es mit nach Hause. Und zu Hause findet es dann auch seine Freundin und die ist wenig begeistert, denn es ist ein Handy von einem Mädchen und er findet dann auch raus, wie er das Handy entsperren kann und
kaum hat er das Handy entsperrt und mal ein bisschen geguckt, und um rauszufinden, wem das Handy gehört, bekommt er Nachrichten auf dieses Handy und antwortet dann darauf auch und so, hey, kennst du den Besitzer dieses Handys? Ich habe das wurde in der Bar vergessen und so. Fängt alles sehr, sehr unschuldig an, geht dann aber weiter hinaus, dass eben auch seltsame Bilder auf dem Handy erscheinen von Toten. Er wird dann kurze Zeit später auch als der Auserwählte genannt. Und ab dem Zeitpunkt verliert sich der Film in sehr krassen Bildern und driftet so ein bisschen ins Horror-Genre ab. Und ja, aber es ist nicht so ein Schocker, ja, also dass irgendwie plötzlich Sachen auftauchen oder so, sondern es ist eher so ein bisschen auf Ekel ausgelegt mit eben Wunden, die ganz widerlich aussehen und überall tauchen Kakerlaken auf. Und während des Films ist es halt auch so, dass er sich sehr verändert, genauso wie seine Freundin, und die Beziehung dann auch in kürzester Zeit in die Brüche geht. Und es werden sehr viele Aussagen getätigt, also bestimmte Sätze fallen, wo dann auch denkst, okay, meint die damit jetzt mehr als nur die grobe Aussage? Und es driftet dann so weit ab, dass er dem Bösen verfällt. Darf ich mal was fragen? Ja. Ich habe kurz die Filmbeschreibung gelesen. Da steht irgendwie... Ja. Der Mann wird verletzt am Kinn in der Kneipenschlägerei und dann infiziert sich die Wunde und dann bekommt er Bilder geschickt auf sein... Ja, das ist Chuck. Weil steht irgendwie die ganz andere Chuck Beschreibung ist, als... Oder ist das ein anderer Film jetzt gerade? Nee. Ich weiß nicht, ob es ein anderer Film ist, den du da gerade liest, aber es gibt einen Schwerverletzten quasi in der Bar. Das ist ein Stammgast namens Chuck. Und der Will will auch immer nach ihm schauen, der will aber nicht zum Arzt, der hat sich komplett die Wunde, die ganz komplette Backe aufgerissen. Also du kannst quasi durch die Backe die Zähne sehen und so. Eric heißt der. Der heißt hier Eric in der Beschreibung. Oder Eric, ja, vielleicht heißt er auch Eric, ich weiß es nicht mehr genau. Das ist ein Nebencharakter, den braucht kein Mensch. Der heißt Eric, der kann kein Nebencharakter sein. Nee, das steht hier ganz... Okay, da ist das derselbe Film, ja. Da steht nämlich hier, dass dem seine Wunde sich infiziert. Und dann bekommt er immer Bilder geschickt, wie es weitergeht mit seinen Verletzungen irgendwie auf das Handy. Das sind aber nicht seine Verletzungen. Ach so. Das ist es ja. Und das Handy hat, also das Handy und die Wunden, die ihm da geschickt werden, dem Will, hat nichts mit seinem Kumpel zu tun. Im ersten Linie. Was hat dich getrieben, diesen Film zu gucken, muss ich jetzt mal fragen. Eine Arbeitskollegin von mir hat mir den empfohlen und wollte, dass ich den anschaue und wollte wissen, ob ich rausfinde, um was es in diesem Film geht. Denn wenn du den als... Hey, verstehst du diesen Film? Ich habe den geguckt, habe nichts kapiert. Wenn man ihn als reinen Horrorfilm sieht, ist er nämlich schlecht. Das ist das Problem. Weil es gibt keine Auflösung am Ende. Keiner sagt dir, was genau da passiert. Wenn du aber dann ein bisschen... Dadurch, dass ich hier wusste, dass anscheinend mehr dahinter stecken soll, habe ich den Film natürlich mit einer anderen Aufmerksamkeit gesehen. Und mir wurde dann relativ schnell klar, dass es da dass es nicht nur rein um die Bilder geht, sondern dass auch die Bilder einen Subtext haben, dass es metaphorisch teilweise gemeint ist, ja. Und Doppeldeutigkeit in fast jedem Satz, ja. Und worum es dann tatsächlich geht, ist nämlich eigentlich echt gut. Und wenn man das weiß, dann sieht man den Film mit anderen Augen und dann ist der Film gut. Und das ist aber das Gemeine, weil das wird nicht angeteasert. Es wird halt nicht angeteasert, dass du diesen Film eigentlich aus einem anderen Blickwinkel gucken musst, weil er als Horrorfilm klassifiziert wurde. Weil er eben bildtechnisch sehr gewalttätig auch ist. Aber es sehr viele Metaphern und Doppeldeutigkeit da drin. Und wenn du es weißt, dann siehst du den Film mit anderen Augen. Und deswegen hat er mir gefallen. Weil er eben kein stupider Horrorfilm ist, sondern einer, bei dem du verdammt arg mitdenken musst. Und wenn du halt dein Köpfchen nicht anstrengst, dann siehst du halt nur einen schlechten Horrorfilm. Und das finde ich einfach gut. Spielt also, Dakota Johnson mit. Wer mochte sie nicht bei Fifty Shades of Grey? Dass sie seine Freundin spielt, sie.
ja. Aber ich habe jetzt hier nebenbei, weil das alles etwas verwirrend lang, wollte ich mir mal die so Filminhalte mal durchlesen. Auf jeder Seite, wo du landest, siehst du eine andere Filmbeschreibung von diesem Film. Da steht hier, was weiß ich, ein Barmann aus New Orleans, der durch ein kosmisches Portal gesogen wird und fortan von einem Albtraum in den nächsten stolpert. Das klingt auch wieder ganz anders. Ja, es ist halt Interpretationssache. Ja, ja. Also irgendwie. Aber was der Filmmacher tatsächlich sagen wollte, ist was ganz anderes. Ja. Also wenn ihr wissen wollt, was wirklich war, Kate hat es euch geschrieben. Das ist die einzige Wahrheit hier bei uns. Ja. Alles andere. Sehe ich genauso. Das ist die einzige Wahrheit. Alles andere sind Querdenker hier. Das hat nichts mit der einzigen Wahrheit zu tun. Ich habe halt gelesen, was der Regisseur gesagt hat, was er mit dem Film aussagen möchte. Aber das ist schon mal ein guter Anhaltspunkt, würde ich sagen, sich an den Regisseur zu halten. Das ist, glaube ich, das Beste, was man machen kann hier, als da selber irgendwas bei solchen verwirren. Ja. Aber das klingt doch eher so, weiß nicht, so nach David Lynch irgendwie so. Ja, kein Wunder, dass der auf dem Sundance Filmfest lief. Was vielleicht ganz hilfreich ist zu wissen, ist, dass der Film auf einer Buchvorlage basiert. Und das Buch heißt The Visible Filth, also der sichtliche Schmutz oder der ersichtliche Schmutz. Und das also zeigt eher an, wo es hingeht. Also dieser Titel macht mehr Sinn als Wounds, meiner Meinung nach. So, jetzt kann sich jeder selber seine Meinung bilden. Er ist richtig, richtig schlecht bewertet. Also die User-Wertungen gehen von einem Stern bis, es gibt glaube ich sogar auch schon nur einen halben Stern von 5. Aber auf Festivals lief der gut. Und mit größter Bullshit und bla und schlechtester Horrorfilm, den ich je gesehen habe und was will der Film mir überhaupt sagen? Und das ist halt dann haben die sich nicht im Nachhinein nicht auch nochmal damit beschäftigt, was der Film denn wirklich sagen wollte und somit haben sie den Film nicht verstanden im Endeffekt. Ja? Also klar, ich musste auch nachlesen, was er mir jetzt detailliert sagen will. Und hätte meine Arbeitskollegen nicht gesagt, guck den mal nicht mit der Horrorfilmbrille auf der Nase, dann hätte ich wahrscheinlich auch gedacht, so, was ist denn das jetzt? Hä? Was, wie? Aber ich habe halt eben ein bisschen mehr drauf geachtet, ein bisschen mehr den Unterton mitgekriegt und eben hinterher auch ein bisschen gelesen. Und dann macht der Film Sinn und dann hat der von mir 7,5 Punkte bekommen. Ja, wenn Ihnen dies gefallen hat, können Sie auch noch Under the Shadow schauen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ja. Das ist von demselben Regisseur. Achtung, die Story. Also jetzt mal, es ist nicht die Story, die der Regisseur, ich lese jetzt hier nur von einer anderen Seite vor. Eine Medizinstudentin lebt mit ihrer kleinen Tochter in der iranischen Hauptstadt Teheran in permanenter Angst und sucht jeden Abend Schutz in einem Bunker. Als wäre ihr Alltag durch den steten Terror und die fehlenden Zukunftsaussichten nicht bereits schrecklich genug, wird die Familie auch noch von einem Dämon heimgesucht. Okay. Klingt wie so ein richtiger gute Laune-Film, hey. Also ich glaube, ich lasse Wounds mal aus. Ich weiß. Ich fand es eigentlich ganz interessant, was die Kate gesagt hat. Ja, dann kannst du ja noch gucken. Also, nee, mach ich nicht, aber ich fand es trotzdem. Achso, ja, interessant auf jeden Fall. Ich finde es immer interessant, wenn jemand mal ein Regisseur und irgendwie so mal Wege einschlagen, die so ein bisschen nicht so ausgetreten sind. Ich kann dir nachher nach dem Ende der Episode sagen, um was es wirklich geht in dem Film. Nee, dann spoilerst du ja, vielleicht gucke ich den ja doch noch. Vielleicht gucke ich den ja doch noch, wer weiß. Dann sind wir eigentlich durch schon heute für die gesehenen Filme. Ich verrate noch, welche Heimsneak ich dann für nächste Woche mache. Das wird Chaos Walking sein mit Tom Holland und Daisy Ridley und David Oyelowo. Ich glaube, den gucke ich auch. Den gibt es gerade auf Sky. Und da wegen Daisy Ridley. Sah ganz interessant aus. Ja, und Tom Holland, Spidey und so. Und, Ray und Spidey in einem Film. Ja. Ich glaube, den werde ich mal gucken. Der sah ganz interessant aus. Und ja, die folgenden Wochen habe ich für mich auch schon, je nachdem, wie lange ich noch zu Hause bleibe. Und dann gucken wir doch mal, was so Neues anläuft, um da vielleicht interessante Sachen Kinocharts und Neustarts zu entdecken. Entschuldigung. Selber die Trailer abfeuern, aber Dings noch die Trainer abfeuern. Aber okay, das ist okay. Das ist highly professional Podcasting hier, meine so, Damen und Herren. Für dich läuft diese Woche auch was an. Also Cash Talk hast du schon gesehen. Du warst ja in den anderen Filmen begeistert bei Ostwind. Immer war ich drin, hey. Dreimal im Kino gesehen, die anderen Teile jeweils.
da lief letztens der Ostwind, der erste, irgendwie auf Sky und so. Ich habe schon gedacht, das ist schon, ja, ganz schön uninteressant. Jetzt läuft Ostwind 5 an, der große Orkan. Ich freue mich ja immer, wenn in Deutschland Filme es in Serien schaffen, die immer noch Besucherzahlen ziehen. Das ist ja gut fürs deutsche Kino. Und, aber es ist der letzte Teil. Oh, schade. Aber dann wird im letzten Kinoabenteuer von Mika Ari und Hengst Ostwind. Und wenn man der große Orkan in einem anderen Videoportal eingibt, dann kommen ganz komische Filme, habe ich gehört. Catch Truck läuft ebenfalls an. Wenn man auch eingibt, der letzte Ritt oder was? Der große Orkan. Catch Truck, über den haben wir, glaube ich, heute schon mal gesprochen. Der läuft auch an am 29. Juli 2021. So, warte mal, ich gucke gerade noch. Ich habe gerade hier. Ja, Jungle Cruise musst du nicht nennen, mit Dwayne Johnson und Emily Blunt. Der läuft ja gleichzeitig Disney Plus, ne? Habe ich gesehen. Ja. Hat auch Steven Gatchen wärmstens empfohlen, den Film. Ja, ich meine, ey, The Rock und Emily Blunt. Das, da kannst du, glaube ich, nicht so viel falsch machen. Das basiert also mit The Rock machst du sowieso nichts falsch. Das basiert ja auch auf so einem Ride, ne? Auf so einem, wie heißt das hier, auf so einem Erlebnispark-Ride hier von Disneyland, ne? Genauso wie Fluch der Karibik oder so. Ist bestimmt ganz, ganz interessant. Also je nachdem, vielleicht kriegen wir da auch die Möglichkeit, das mal zu gucken. Das waren, glaube ich, so die drei Top von Dry. So. Ja. Alle drei zusammen. I'm listening to Movie Ticket Radio too often here. So, Cash Truck. Also das ist also wirklich unser Top-Tipp. Also guckt das an. Ja. Also geht nicht in Fast and Furious oder sowas. Geht wirklich in Cash Truck. Der ist vielleicht nicht so bekannt und hat nicht so den riesen Namen wie jetzt der 90. Fast and Furious Teil, sondern geht wirklich mal in Cash Truck rein. Ihr werdet es nicht bereuen. Also Action at its best, geile Story, Guy Ritchie, also wenn euch Snatch gefallen hat und Lock, Stock and Two Smoking Barrels und so. Ja, was haben wir noch so eigentlich bei den restlichen Neustarts, die wahrscheinlich nicht in Stuttgart laufen werden? Ist da noch irgendwas dabei, was raussticht? Siehst du da irgendwas? Nope. Oh, vielleicht für die Kate nicht uninteressant. The Corrupted mit Sam Claflin. Ich glaube, den magst du, ne? Oder? Bringe ich was durcheinander? Ja. Nein, mag ich. Doch richtig in Erinnerung. Ja. Habe ich jetzt noch nicht viel davon gehört. Dann noch The Green Knight mit Alicia Vikander und Dev Patel. Ja. Und Home mit Franka Butende. Nicht mit, sondern von Regie Franka Butende mit Jake McLaughlin und Kathy Bates. Ja, klingt auch nicht uninteressant. Also, aber ich glaube, es wird nicht in Stuttgart starten, aber vielleicht startet es ja bei euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Dann lasst vielleicht mal einen Kommentar da, wenn ihr einen der Filme gesehen habt oder wie ihr ihn so fandet. Interessiert uns ja immer. Weil noch haben wir nicht so den vollen Überblick hier, was so startet. Aber wir wissen, was in den Stuttgarter Kinocharts drin ist. Chris, was ist denn da so? Auf Platz 5 ist Conjuring 3 im Bann des Teufels. Der Teufel. Der Teufel im Bann des Teufels. Hat seine Kerlwoche nicht gemacht, der Teufel. Der wäre fast in der Sneak übrigens gelaufen. Oh, okay. Ja, aber du weißt ja, wie es ist. Wenn da Horror-Andeutungen sind, dann geht erstmal die Hälfte manchmal. Also, das ist dann schwierig. Ich glaube, für so einen Kino-Neustart sollte man erstmal ein bisschen auf normale, in Anführungszeichen normale Kost setzen, wo nicht so viel rausgeht. Platz 4, Nomadland hier in Stuttgart. Der Oscar-Gewinner. Unbedingt angucken. Auf Platz 3, Space Jam, A New Legacy. Da bin ich übrigens dran, dass wir einen Screener kriegen. Mal gucken. Oh, cool. Gucken, ob das klappt. Dann, den würde ich dann auch gucken. Lass mal da mal gucken, ja. Dann Platz, wo sind wir? 2. Black Widow. Hatten wir schon vorgestellt hier in den im Kinocast und fand man, glaube ich, ganz okay. Und könnt ihr auch mal gucken. Ich glaube, auf der großen Leinwand wirkt er nochmal ein bisschen besser. Und ja, läuft sogar hier auch in Atmos und so. Also unbedingt mal angucken. Und jetzt und den Film, den ich eben gedisst habe. Platz 1, der Mann, der ein Gesichtsausdruck hat wie ein Kühlschrank in der Hauptrolle, Vin Diesel, Fast and the Furious 9. So, den haben wir jetzt wahrscheinlich schon einige gesehen, den haben wir jetzt schon mehrfach auf Platz 1 genannt. Das heißt, alle die ihr jetzt Fast and Furious 9 geschaut habt, ich wage zu behaupten, dass euch auch der neue Jason Statham-Film Cash Truck gefallen wird. Da ist wirklich alles dabei. Nicht ganz so viele aufgetunte Autos, aber auch Verfolgungsjagden, Schießereien, alles dabei. Geht da rein, Cash Truck, das ist jetzt gleich der Anschlussfilm. Ja, also rein da, ins Kino und so, wisst ihr Bescheid.
Mehr kann ich nicht tun, sorry. Alles getan von unserer Seite aus. Und dann sind wir schon bei den Serien, wenn ich das hier richtig sehe. Serien. Die gute Laune-Serie ist zurück. Alter. Ted Lasso auf Apple TV Plus, wo man ein bisschen Verrenkung machen muss, um das zu sehen. Ja, ist leider nicht bei Sky Q mit dabei. Irgendwie in diesen Apps. Warum nicht, weiß ich nicht. Typisch Sky Q halt, da funktioniert einfach nichts bei dem scheiß Receiver. Ja, aber Ted Lasso. Ich habe eine Push-Nachricht bekommen gehabt von der App. Ted Lasso ist verfügbar. Ich gleich, okay, ich mach's gleich an. Ich war gerade eh irgendwie, hab Olympia geguckt und dachte ich, ach nee, vergiss. Ich war gerade auf der Autobahn, Tempo 200 Scheiße, warum soll Ted Lasso anschalten? Tempo 200 mit meinem Elektrofahrzeug, schwierig, aber ja. Im Windschatten vom LKW, alles möglich. Ja, genau, ich habe mich angekoppelt. Gleich mal Ted Lasso geschaut und ach, Football is live. genau, wie weit sagen wir jetzt? Also komm, wir reden jetzt einfach mal über die erste Folge der zweiten Staffel. Wer sich nicht spoilern lassen will, muss jetzt einfach springen. Ich hau jetzt nicht extra einen Spoiler-Tag rein. Wir reden hier über Comedy und nicht über irgendwelche großen Enthüllungen. Also Ted Lasso ist zurück. Die Mannschaft ist in der Championship, also in der zweiten Liga der englischen Liga. Und die struggle, so endet ja die erste Staffel mit dem Abstieg. Yeah. Die strugglen da auch ein bisschen rum, weil sie haben eigentlich eine Serie von Unentschieden hingelegt. Was da möchte ich gleich mal sagen, dass ich das mega gut finde, dass man nicht jetzt hier das Ganze vorgeplänkelt mit Saisonvorbereitung und blablablub und was da alles passiert, sondern nee, geht einfach mittendrin wieder weiter. Das finde ich einfach so großartig. Hm. Das gefällt mir total gut. Ja, Erik, du darfst weitermachen. Ja, genau, also Sie strugglen da so ein bisschen rum, weil sie haben eine Serie von Unentschieden hingelegt und jeder, der sich ein bisschen für Fußball interessiert, weiß ja, das ist eigentlich ist es scheiße, weil da kriegst du immer nur so einen Punkt und kommst nicht richtig voran, das ist halt blöd, weil du kommst auch gegen direkte Konkurrenten nicht wirklich voran, weil alle beide kriegen ja einen Punkt und so, also für die, die sich jetzt nicht so für Fußball interessieren, sei mal die Situation dargelegt und wenn du absteigst in die zweite Liga, dann hast du eigentlich das Ziel, gleich wieder aufzusteigen. Augenzwinkern, und Gruß zum HSV. Du musst da eigentlich alles reinlegen und du musst da eigentlich versuchen, wieso, bei denen läuft es doch jetzt, oder? Haben doch Schalke besiegt. Ganz hervorragend, Team Walterball. Und genau, du musst eigentlich wirklich mal Siege hinlegen, damit es irgendwie sich andeutet, dass du wirklich wieder aufsteigst und das ist eigentlich scheiße und so. Und in dieser Situation sind sie jetzt gerade, ich meine, einerseits gut, sie haben nicht verloren, ja, aber andererseits, sie haben auch nicht gewonnen. Also es ist irgendwie so mittendrin und dann liegt wirklich mal so dieser, kriegen sie einen Elfmeter in einer der letzten Spielminuten, der das Spiel in ihre Richtung entscheiden kann und wer tritt an? Dani Rojas. Dani Rojas. Football is live. Und also quasi sozusagen ja, der Stürmerstar, den sie da wieder bekommen haben. So fast so ein bisschen die Rückkehrgeschichte wie Mario Gomez irgendwie damals bei VfB, auf den alle Hoffnungen gesetzt sind, aber im Gegensatz zu Mario Gomez kann er es leider nicht erfüllen, weil in der Realität würde das natürlich... Etwas passiert etwas. Ja, in der Realität würde das natürlich nicht passieren, glaube ich. Das, was da passiert, finde ich nicht gut. Also ja. Ich mag Ted Lasso und ich finde mochte den Rest der Folge auch sehr, aber diese Szene, ich hätte fast ausgeschalten. Das geht gar nicht. Also meiner Meinung nach geht es einfach gar nicht. Man hätte auch einen anderen Grund gefunden, warum Dani Rojas dann Probleme hat, aber doch nicht das. Also es ist nun mal die Wappentier und alles. Das wäre wie wenn der Geißbock von Köln oder so. Das geht gar nicht. Der Adler von Eintracht Frankfurt. Also die lebende Tiere als Maskottchen haben. Ich rede jetzt nicht davon, dass ein Fritzli jemand irgendwie... Boom. Entschuldigung. Ja, also wie gesagt, der Anfang, der hat mich auch so eher so... nein, ich möchte das nicht. Man hat es ja nicht gesehen. Aber alles, was dann eben passiert, ist so unfassbar großartig. Ja, er hat natürlich dann psychische Probleme, Dani Rojas. Er trifft nichts mehr. Er sieht immer die Dämonen. Er kann nicht schlafen. Und er ist nun mal,
wie das so in der amerikanischen Einfachheit, wie das gesehen wird, der deutsche oder der europäische Fußball. Ja, es gibt halt nur einen, der da Tore schießt, ja, und wenn der Probleme hat, oh, dann ist alles schlimm und so. Man muss da eine psychologische Hilfe sich holen. Und ey, das war die Szene, wo ich Tränen gelacht habe, wo die Psychologin reinkommt und die machen gerade dieses dappische Spiel, wo die sich da gegenseitig eine Papierkugel und dann hast du das Gefühl, so alle wissen, oh, die Psychologin, die durchschaut mich jetzt gerade, weißt du, so dieses, das geht mir persönlich auch so, wenn ich jemanden kennenlerne und irgendwie, ja, ich studiere Psychologie, so, okay, ich verhalte mich dann automatisch anders, ja, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Kennt ihr das, so eine Situation? Nee, solche Probleme habe ich nicht. Okay, dann bin ich wahrscheinlich da. Weil ich denke dann immer, oh scheiße, ey, jetzt muss ich achten, wie ich mich verhalte. Ich gucke dann so, ich beobachte mich so von außen, ey, das ist ja nichts irgendwie, dass sie oder er denkt so, oh Gott, was ist das für ein Freak oder so. Okay. Der Vorteil ist, ich weiß, dass ich einen psychischen Knacks habe. Ich brauche keinen Therapeuten, der mir das Das weiß ich ja auch, aber ich will ja nicht von gleich jeden, den ich neu kennenlerne, das alles vermitteln. Moment, Erik, weißt du das jetzt von Kate, dass sie es hat oder dass du einen hast? Nee, ich glaube, wir haben alle einen, also warte, sonst würden wir nicht in so Sneak Previews und solche Sachen wie... Also ich bin normal, das sagen die drei anderen in meinem Kopf auch. Ach so, okay, dann passt's ja. Ja. Das hätten die Stimmen mir doch gesagt. Man muss ja auch ein bisschen eine Meise haben, um irgendwie so VfB-Fan zu sein und so. Also ich glaube, ja, sonst hätte man das nicht ertragen können und so viele Jahre lang. Das war so awkward, diese Situation, wo die dann reinkommt, alle so, okay, weißt du, so, selbst diese taffen Typen, okay, ja, ja, okay, machen Sie mal, ja, ich gebe Ihnen auch mein Zimmer hier, so, ja, okay. Ja, das geht schon irgendwie, mir fällt der Stiftebecher runter und so, das ist herrlich. Und wie Ted sich halt bedroht fühlt, dass die vielleicht besser mit seinen Spielern umgehen kann als er. Ja. Und das ist so herrlich. Ja. Das ist richtig gut. Ah, das ist so super. Und vor allem, die ist dann aber auch so, ja, die verzieht so keine Miene und so, ja, und was ist ihr Rekord bei diesem Spiel? Ja, okay, ja, ganz okay, ne? Also, ich habe Tränen gelacht bei der Szene, weil ich konnte das so nachfühlen, wie die sich alle in Gegenwart von dieser Psychologin da verhalten. Also, das war so gut gespielt von allen in dem Raum gerade. Oh, wunderbar. Vor allem, wie diese Situation auch kippt. Was mich allerdings wundert, ist, sie sind ja eigentlich... amerikanische Trainer. Und in Amerika ist das ja eigentlich gang und gäbe, dass man zum Psychologen geht. Deswegen wundert es mich, dass es die beiden so gestört hat, dass die jetzt ihr Team da mit unterstützen soll und so. Ich weiß nicht, ob die es gestört hat. Das hab ich jetzt so nicht empfunden. Na, doch, Ted hat es mega gestört. Meinst du? Das hast du voll gemerkt. Ja. Am Anfang ja, da hat er gesagt, okay, wir kriegen hinten selber raus hin. Auch. Ja. Und hinten raus rauch, wo er gedacht hat, ja, sie geht jetzt wieder, weil Dani geht es ja wieder gut. Und dann stehen plötzlich alle anderen Spieler auch noch bei ihr. Und dann merkst du, okay, die wird bleiben und die wird noch für Ärger sorgen. So, also, ohne dass sie es natürlich will, weil er halt sich bedroht fühlt. Glaube ich. Interessante Sicht, ja. Werde ich mal drüber nachdenken. Vielleicht habe ich das ein bisschen anders gesehen gehabt in dem Moment, aber ja. Ja, vielleicht haben, weiß ich, Chris, wie hast du das gesehen? Schon, oder? Auch ich so sehe das auch so, ja. Also wirklich so, weil das ist schon, ist allein die ganze Körpersprache von Ted Lasso in dem Fall. Und das ist das, was ich an dieser Serie so unfassbar gut finde. Es ist ja nicht nur, dass die Geschichte einfach super herzlich erzählt ist, sondern du ziehst diesen Schauspielern dann auch wirklich an und merkst es so, okay, ja, es gehört zum Schauspiel dazu, dass sowas läuft, dass sowas gemacht wird, dass sowas passt und blablabla, alles okay. Aber ich finde, bei Ted Lasso merkst du es extremst, weil man sich irgendwo mit diesen Leuten so identifizieren kann, weil die so menschlich wirken, weil die so abgefreakt auch teilweise wirken. Und wie wir es gerade schon hatten, wir haben alle unsere Macke und da halt extrem. Also wenn Ted Lasso keine Macke hat, dann weiß ich auch nicht weiter. Aber halt auch so eine positive Art und Coacher genauso. Ich sag nur und die alles. Fingernägel. Ja, die Fingernägel, ich sag nur Jibs. Nein, es ist so, so herrlich einfach. Und was mich so ein wenig beruhigt, ist, dass die zweite Staffel quasi so weitermacht, wie die erste war. Wobei bisher die erste
noch für mich immer noch die stärkere ist. Klar, nach einer Folge ist es auch fies oder gemein zu sagen. Ich hoffe, dass sich das in die richtige Richtung weiterentwickeln, dass es sich einfach auch treu bleibt. Hab allerdings da wenig Angst vor, weil es ist eine so schöne, tolle Serie. Und ich liebe Richmond. Oh, ich finde diesmal die Spielszenen. Also, wenn mich jemand fragen würde, was mein Lieblingsverein in England ist, würde ich sagen Richmond. Die Spielszenen sind jetzt wesentlich und besser dann natürlich geworden. Aber am Ende dann auch noch, ne? Das Ende. Warum Roy nichts anderes, warum Roy die Yoga-Tanten trifft. Ich habe ja echt. Ja, so gut. Das war echt lustig. Jamie ja. Jamie Ta. Oh, herrlich. So ja, gut. Oder auch die seine Chefin, die da so ein Date hat, so mit diesem dubiosen Typen da. Oh Mann, ja. Dann machen sie noch dieses awkward Doppeldate hier. Ja. Ja, ich bin Roy Keane, er ist hier, er ist dort, er ist überall. Ja, von wem sind sie Fan? Ja, Manchester oder ja, City, je nachdem, wer gerade gewinnt. Hey, typischer Bayern-Fan hier so. Ja, immer wenn die gewinnen, bin ich Fan und wenn nicht, dann gucke ich es nicht oder so. Ach, furchtbar. Ja, ja. Oh Mann, herrlich. Sehr empfehlenswert. Also Ted Lasso, wenn ihr noch nicht reingeschaut habt und ihr euch ein bisschen für Fußball interessiert, obwohl es nicht so prinzipiell nur eine Fußballserie ist, ist es eigentlich mehr oder weniger wie, was weiß ich, wie Ballers ja auch. Es spielt zwar in diesem Universum, aber letzten Endes geht es eher um so die Charaktere und wie die agieren in bestimmten Situationen. Okay, du wolltest noch was sagen, hast gerade so Luft geholt. Ja, ja, ich mir ist eingefallen, ich habe noch eine Serie geguckt. Ich habe sie schnell noch ins Dokument eingetragen. Das gibt's als Serie, okay. Ich habe die erste Folge der neuen Disney-Serie Scott and Hooch geguckt. Ist das Realserie oder? Ja. Okay. Scott and Hooch ist eine Weitererzählung des Originals Turner and Hooch. Also Turner war in der Originalserie ja ein Polizist und hatte einen Hund als Kumpel und der hieß Hooch. Und in der neuen Serie ist sein Sohn jetzt auch bei der Polizei und der Original-Turner ist verstorben. Und bevor er in Rente gegangen ist während er in Rente war und so, hat er sich einen Hund, einen neuen Hund zugelegt. Okay. Einen neuen Hund zugelegt und den hat er auch Hooch genannt, weil er dem Original Hooch wohl sehr ähnlich war. Und sein Sohn Scott Turner ist Polizist, beziehungsweise arbeitet bei, nicht Grenzpolizei, so ähnlich. Wie heißen die? Bei Marshall Service. Ach so. Und der hat so eine leichte Zwangsstörung. Also seine Wohnung ist unfassbar gut aufgeräumt. Die ganzen Schränke sind mega geordnet. Sein Kleiderschrank, da hängen immer die gleichen Klamotten Chris, in ordentlicher Reihenfolge. Oh, total, also ja. Also er hat eine richtige, also man jetzt kann schon sagen, er hat eine Art Zwangsstörung. Ist doch keine Zwangsstörung. Das ist bei uns auch so. Und sein Vater vererbt ihn diesen Hund. Und eigentlich will er gar keinen Hund. Also er mag Hunde, aber er will gar keinen Hund. Und Hooch zerlegt halt erstmal seine komplette Wohnung. Ich habe mich so bepisst vor Lachen. Aber dann kommt halt raus, also er sagt dann okay, er kriegt dann noch einen Brief von seinem Vater und der quasi zu dem Hund mit dazukommt und am Anfang will er den nicht lesen, aber irgendwann liest er ihn doch und dann wird ihm klar, dass er sich einfach jetzt mit dem Hund auseinandersetzen muss, weil er will ihn nicht irgendwo hergeben und in der ersten Folge ist es halt dieses Kennenlernen und dann dieses Rausfinden, dass Hooch eigentlich gut ausgebildet ist. Und eigentlich nur Liebe will von den Menschen, bei dem er lebt. Und die zwei werden dann natürlich am Ende der ersten Folge Freunde. Die erste Folge ist sehr kitschig. Also, weil halt eben dieser Tod von dem Vater und dieser Brief und so, dieses Zusammenfinden dieser Liebe zwischen dem Hund und dem Menschen ist sehr, sehr kitschig, aber auch richtig, richtig schön. Also, mir hat es echt gut gefallen. Ich freue mich richtig auf die nächste Folge. Es kommt immer mittwochs eine neue Folge. Und ich finde es bis jetzt eine ganz nette Weitererzählung. Und auch die Nebencharaktere, die so auftauchen, also seine Partnerin und dann die vom Hundetrainer, also die Polizeihundetrainerin, die so einen Crush an Scott hat. Und ist eigentlich echt süß gemacht. Und der Hund ist so toll. Der sabbert so viel. Aber er ist so süß. Hooch ist toll.
Absolute Empfehlung. Also mir hat die erste Folge richtig gut gefallen. Wie gesagt, sehr schmalzig an bestimmten Punkten, aber trotzdem eine tolle Serie. Oder ein bisschen Serienauftakt. Ich hoffe, dass es so bleibt und ich werde weitergucken. Ey, vielen Dank für den Tipp. Wusste ich nicht. Und ich glaube, das könnte mir gefallen. Ich mochte den Film mit Tom Hanks. Den mochte ich sehr, den Film. Ja. Und der Schauspieler, den Scott Turner spielt, Josh Peck. Den habe ich, der hat damals in einer Nickelodeon-Serie mitgespielt und hat den kleinen, dicken Bruder gespielt von so einem Brüderpärchen. Und wenn du ihn dann halt heute siehst, denkst du, oh mein Gott, hat der sich gemacht. Und wenn du das eben aus einer Nickelodeon-Serie noch kennst, die ich früher geguckt habe, ist das echt erstaunlich. Und ich finde, das ist ein richtig, richtig toller Schauspieler geworden. Ja. Ja, wär ich versuchen zu beurteilen dann. Der hat auch, sehe ich gerade, bei Drillbit Taylor mitgespielt. Hatten wir mal in der Sneak, das war noch zu Gera-Zeiten. Aber ist lange her. Ja, ich habe hier nebenbei ein bisschen geguckt, ne? Was ich so cool finde, sind die Folgennamen. Also gut, die erste Folge heißt Forever and the Dog, aber dann geht's los. Zweite Folge, A Good Day to Dog Hard. Also nicht A Good Day to Die Hard. hier, wie der Street Shop Langsam Film hieß. Dann die dritte Folge heißt, eine Anlehnung an den James Bond Film, Diamonds Are Forever, also Pelz Ever und so. Und dann die nächste Folge heißt nicht In the Line of Fire von mit Clint Eastwood, sondern In the Line of Fur. Und so. Und dann gibt es noch eine Folge, geil, die heißt The Fergative, also nicht The Fugitive, der Flüchtige hier wie mit Harrison Ford. Also lauter so Filmtitel finde ich voll cool. Mhm. Muss ich reingucken. Die Hunderasse ist zwar nicht ganz so mein Fall, aber ich mochte den Originalfilm auch sehr. Aber er ist trotzdem süß. Also gerade die Bilder, wo er nicht komplett sabbert. Der hat so ein süßes Gesicht. Was ich jetzt noch nicht gefunden habe, der Originalfilm war ja FSK 12. Was ich jetzt noch nicht gefunden habe, was die Serie hat für eine FSK, da wär ich nochmal gucken. Niedrig. Weil steht die ist hier so noch knuffig, keine die Serie. Angabe. Ja. Mal schauen. Ja, die ist nicht. Ja. Die ist vielleicht auch 12, wenn ich spätestens sogar 6. Beim ersten Kopfschuss muss ich dann mal ausschalten, wenn der Kleine mitguckt. Oder so. Nee, ich überlege, es gibt tatsächlich eine Schießerei und Explosionen, aber das nicht so. Also es wird keiner wirklich schwer verletzt. Also werden wir nachher mal gucken. Oh, gedreht von keinem Geringeren als MacG oder MCG, wie der heißt hier, der hier Triangle für Charlie und so gemacht hat. Ja. Hat ja zuletzt auch nicht mehr viele gute Sachen abgeliefert, aber mal gucken. Vielleicht ist das ja was. Also mir hat es gefallen, ich gucke weiter. Das klingt gut, das merke ich mir vor. Gute Empfehlung. Und dann sind wir auch schon in der Rätselecke hier. Oh, da bin ich ja dran. Rätselecke. Ganz schnell ein Rätsel raussuchen hier. Nee, Quatsch, ich habe natürlich. Bin vorbereitet. Natürlich, weil wir Cash Truck hatten, habe ich ein bisschen was zum Thema, dem Regisseur Guy Ritchie. Und in dem ersten Film, Bube, Dame, König, Gras. Lock, Stock and Two Smoking Barrels, den ich auch nochmal hier an der Stelle wärmstens empfehlen möchte. Wer den nicht kennt, guckt den an. Der ist auch, hat eine saugute deutsche Synchronisation, was damals untypisch war, weil das war ja eher so ein B-Movie von einem unbekannten Regisseur. Und dass sie da wirklich Wert gelegt haben, diese Witze zu übersetzen ins Deutsche, ist sehr empfehlenswert. Bube, Dame, König, Gras ist ja der erste Film von Guy Ritchie, ist auch der erste Film von Jason Statham. Und der erste Film von Vinnie Jones, der ja vorher, kleiner Fun Fact, Fußballer war in England. Der Guy Ritchie hat gedacht für die Rolle bräuchte ich jemanden, der so ist, so tickt wie Vinnie Jones. Und der war damals noch Fußballer und dann hat er da mitgespielt und ist zum Schauspieler geworden. Aber gut, die Frage ist, Vinnie Jones ist ja hier seine erste Filmrolle. Warum hätte es fast nicht geklappt, dass er in diesem Film mitspielt, weil er ist nämlich am ersten Drehtag, wo er eigentlich da ist, ist er nicht gekommen. Was war da los? Will ich von euch wissen. Autounfall. Falsch. Willst du jetzt alle Eventualitäten einfach durchraten oder dich ein bisschen rantasten? Wahrscheinlich gab es in seinem Stadtteil einen Stromausfall, weswegen sein Wecker nicht funktioniert hat. Auch nein. Hat es mit höherer Gewalt zu tun? Nein. Okay.
Ist schon mal gut, das ein bisschen einzuschränken. Sehr gute Frage. Okay. War nein. Hat es etwas mit einer Krankheit zu tun? Nein. Hat es was mit seinem Fußballvertrag zu tun? Nein. Hat es was damit zu tun, dass er den Vertrag nicht unterschrieben hat? Nein. Ich glaube, ich gebe mal einen kleinen Tipp, weil es waren jetzt schon viele Nines in a row hier. Es hat was mit der Art von Vinnie Jones, wie er so ist, zu tun. Was hat so er sich gedacht, ohne mich können die eh nicht anfangen, deswegen komme ich, wann ich will. Nee. Oh, hätte sein können. Ich weiß nicht, wie seine Art ist. Hat er sich schon im Vorfeld mit dem Regisseur verstritten? Nein. Aber hat das mit einem Streit zu tun? Mit einem Streit hat es schon zu tun, ja. Also kennt ihr Vinnie Jones? Wisst ihr, welche Rolle das war? Das war der Vater in dem Film, ne? Und er war nicht einverstanden, wer sein Serienfilm, Filmsohn spielt. Verdammt, jetzt habe ich euch eine falsche Fährte. Nee, das war jetzt nicht beabsichtigt. Ich wollte nur wissen, ob ihr wisst, wer das ist. Ja, ihr wart vorher auf einem besseren Weg. Also der Streit war jetzt ein Jahr, das letzte, ne? Okay, Streit war. Also es gab Streit. Es gab einen Streit, ja. Gab es den Streit zwischen ihm und einem anderen Schauspieler? Nein. In dem Film? Nein. Gab es Streit zwischen ihm und dem, was weiß ich, irgendjemanden, der beim Film noch dabei ist? Nein. Caterer oder sowas? Nein. Gab es überhaupt Streit mit jemandem, der in irgendeiner Weise mit diesem Film zu tun hatte? Nein. Oh, hat er Streit mit seiner Frau? Du bist nicht dran. Entschuldigung. Ja, aber dann Streit mit seiner Frau und dann da zu spät kommen wäre dann auch wieder. Oder ging es um die Zahlung von Alimenten? Und deswegen wollte er es dann doch nicht machen. Aufpasse, wie Heftelmacher hier. Nein, auch nicht mit Alimente. Aber ging es in dem Streit, hat er mit jemandem aus seiner Familie wegen dem Film Streit gehabt? Nein. Sag mal, all! Was bleibt denn da noch übrig? Hatte er einen Rechtsstreit? Rechtsstreit. Gebe ich mal ein Jein, du bist nochmal dran. War es noch ein offenes Verfahren, was noch anhängig war, was seine Teilnahme am Film hätte beschränken können oder beschränkt hat? Ja, wenn ich jetzt ein Ja gebe, führe ich das ein bisschen auf die falsche Pferde, aber ich kann es nicht verneinen. Ja, ich muss mal. Was habe ich Ihnen am Anfang gesagt? Wie ist der Vinnie Jones? Wie ist der so drauf, der Typ? Was? Ein Krawallgebusch, der Kerl. Du bist nicht dran. Vielleicht musst du ja noch Sozialstunden ableisten. Nein. Jetzt bist du dran, Kate. Es stand so auf der Kippe, ob er nicht vielleicht in den Knast muss. Ja, richtig. Weiter. Und das Urteil war noch nicht gesprochen, deswegen wusste er nicht, ob er an dem Tag, wo er hätte eigentlich zum Film müssen, nicht abgeholt wird, um seine Strafe im Gefängnis abzusitzen. Ey, wenn du so eine wahnsinnig spezifische Frage stellst, kann ich ja nur Nein sagen. Ey, es ist ja so viele Undenkbarkeiten drin. Du musst das ein bisschen offener formulieren. Das ist ein Nein. Hätte er ins Gefängnis müssen. Du bist nicht dran. Du bist nicht dran. Gab es vielleicht wegen der Kneipenschlägerei, konnte er deswegen, gab es da Ärger? Okay, das muss ich gelten lassen. Das ist so nah dran, ja. Also, das ist. Also er hatte sich erst früh los und hat sich mit seinem Nachbarn geprügelt. Dann kam die Polizei und hat ihn erstmal verhaftet. Und deswegen konnte er nicht am ersten Tag, am Drehtag erscheinen. Ja. Also er ist halt ein Haut drauf. Moment, habe ich gerade das Rätsel gewonnen? Ja, also Kneipenschlägerei oder Schlägerei, weißt du. Das musste ich jetzt gelten lassen. Ja. Meine nächste Frage wäre gewesen, ob es einen offenen Haftbefehl gegen ihn gab und er deswegen das Haus nicht verlassen wollte. Danke, der Applaus ist gerechtfertigt. Ja. Endlich hat Chris mal wieder gewonnen. Ihr Noobs, oh mein Gott. Es gibt anscheinend auch schlechte Gewinner. Merkst du es? Es gibt nicht nur schlechte Verlierer, es gibt auch schlechte Gewinner. Oh mein Gott. Ja. Nächste Woche. Oh, Moment, jetzt machen wir erstmal ganz als allererstes machen wir hier fettes Kreuz bei mir rein für nächste Woche. Ja, ne? Mach mal, ne? Und dann, ihr werdet ein Rätsel bekommen. Oh mein Gott. Harry Potter. Oh mein Gott.
Warum weißt du jetzt schon die Lösung? Welcher Musiker spielt bei Lockstock and Two Smoking Barrels mit? Bonusfrage. Welcher Musiker? Ja, welcher Bekannte? DMX. Oh mein Gott. Ach Quatsch, Sting, Mensch, weißt du nicht mehr, den Barkeeper gespielt, den Vater von dem einen Typen. Sting. Ich durfte nicht mal raten. Wieso? Also ich habe noch eine Bonusfrage. Ich habe noch eine Schätzfrage zu diesem Film, die ich durchaus mal hier verwenden kann. Von den 44 Sprechrollen im Film, wie viele hatten vor diesem Film noch nie geschauspielt? Also wir haben ja eben schon erfahren, dass zwei Leute sowieso 50, neu dabei waren. Von den 44, Herr Mathelehrer. Von den 44. Ja, weißt du, 30. Weiß, 8 Stück sind ein zweites Mal angetreten. Was? 30. 30? 30. Das ist ja ganz schön viel. Ja. Was sagst du, Chris? Ich sag 25. Da bist du näher dran, in 17. Also 17 Leute hatten noch nie vorher geschauspielert. Bäm, und die Schätzfrage habe ich auch gemacht. Oh mein Gott, wie ich einfach hier alles heute hier abräume. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Eieiei. Schnell weiter. Ich bin so klug. K-L-U-K. Schnell weiter hier im Programm, würde ich sagen. Jetzt haben wir zwei Kreuze drin hier. Mit den Musik. Ja, Moment, ich lösche deins. Bam. Tipps hier. Music. Weil ein bisschen Franco-Vierleut waren mit Cash Truck, der auf dem französischen. Habe ich mal französischen Rap, der durchaus auch was kann. Und zwar in Frankreich gibt es jetzt mittlerweile sehr viele Rap-Sachen, die überhaupt nicht mehr nach Deutschland kommen. Früher war ein bisschen mehr, so MC Solar und was weiß ich, Metal Gyms und so. Von MHD featuring Wizkid, Bella. Gebe ich euch mal auf die Ohren. Da könnt ihr mal reinhören. Bella, so. Bella. Ist jetzt nicht so der typische französische Banlieue-Ghetto-Rap, sondern ein bisschen eher so Hitparaden-tauglich, aber hört doch mal rein. Was habt ihr so? Nichts? Okay, dann ja, machen wir weiter. Warte, ich muss nachgucken. Ich habe Julia weiter. Michaels Issues. Probleme. Oh je. Und ich habe, weil es lief bei Ted Lasso, von Queen Under Pressure. Dum, 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 under dum, dum. Pressure. Da weiß man nicht, kommt jetzt Ice Ice Baby oder kommt Under Pressure. Doch, das erkennt man. Ja. Ja, ist ein bisschen langsamer. Das eine. Ist egal, ich kann von beiden den Text. So, okay. Mach mal, erzähl mal. Under Pressure. Ice Ice Baby zählt nicht. I sit back on my brand new image. Something gets a hold of me tightly, full like a stop, daily and nightly. Okay, wir haben noch ein Thema. Ein Thema haben wir noch. Habe ich da einen Trenner? Nö. Müsst ihr euch denken. Da. So. Unser Applaus. Kate kennt den, glaube ich, nicht, den Jeff. Nee, nicht in Person. Der Chris hat ihn ja kennengelernt auf der Gamescom. Ja. Mein Kumpel Jeff, mit dem ich auch schon im Stadion war hier beim VfB, als mal Pokalspiel war. Mein Kumpel Jeff aus Luxemburg heiratet. Er hat tatsächlich. Yay! Ja, herzlich. Wolltest du gerade sagen, er hat tatsächlich jemanden gefunden? Er hat tatsächlich den Mut gehabt, zu fragen. Ja, weil das ist okay, schon. Okay, jetzt biegst du es aber gerade nochmal hin hier. Also, das klingt schon falsch. Nee, er hat den Mut gehabt zu fragen, was er doch immer. Ich kann mich da an meinen eigenen Heiratsantrag erinnern, den ich gemacht habe. Was ja doch, selbst wenn man sich für den toughesten Typen hält, das doch ein bisschen emotional wird. Genau, ich habe das ja damals quasi in der Sneak von vorne bei der Moderation habe ich das gemacht. Genau, und da bin ich doch tatsächlich aus dem Konzept. Ich meine, Chris, du moderierst ja die Sneak jetzt auch schon ewig und du weißt ja, man ist da schon, man freut sich drauf, Sneak moderieren, fühlt sich da relativ sicher und denkt man sich, ach, da kriegst du einen lockeren Heiratsantrag auch noch hin, das weißt du jetzt noch nicht. Aber dann ist es doch irgendwie so, dass es einem aus dem Konzept wirft. Und ich habe jetzt am Freitag habe ich bei meinen 10-Klassen die Abschlussrede halten dürfen. Also bei den 10, ja, die ich in Klasse 7 damals übernommen habe. Und das war für mich auch schon, irgendwann war es richtig schwer, noch weiterzusprechen. Okay. Ich kann das schon verstehen. Aber es geht jetzt nicht um mich, es geht nicht um dich, es geht um den Jeff. Und Jeff, hey, von Herzen alles Gute dafür.
Genau, richtig cool. Seine Space Bananita auf Instagram, könnt ihr mal gucken. Sie hat es nämlich in der Story drin, wo man auch den Ring sieht. Der so schön ist. Sie arbeitet ja bei diesem Luxemburger Weltraumunternehmen, wer kennt es nicht. Also Luxemburg wird zur Weltraumnation. Da gibt es echt einige Firmen, die sich damit beschäftigen, so mit der Exploration von zum Beispiel Meteoriten oder so, die an der Erde vorbeifliegen. Weil da sind ja seltene Erden und Metalle drauf. Und wird spannend, wie das noch weitergeht, in welche Richtung. Und da arbeitet sie, deswegen heißt sie Space Bananita. Könnt ihr mal auf Instagram folgen. Und dem Jeff natürlich auch, jeff.tour.go, glaube ich, auf Instagram. Und ja, genau. Alles Gute euch, ne? Mal sehen, wann ihr Termin findet und so. Ich hoffe nicht gerade zur Gamescom nächstes Jahr, sonst Jeff, sonst können wir uns nicht sehen. Also das musst du mit bedenken, ne? Weißt du Bescheid. Und auch nicht gerade, wenn irgendwie... Muss ja Prioritäten setzen. Genau, auch nicht gerade, wenn sich mal, jetzt wo wir wieder ins Stadion können, wenn sich mal ein Pokalspiel andeutet oder so zwischen Borussia Dortmund und VfB, ne? Dann ist deine Karte sicher neben mir. Und genau, alles Gute euch und lasst von euch hören, wie es weitergeht und was ihr so macht und was ihr plant und so. Das ist eine spannende Zeit vorher. Dann sind wir eigentlich soweit durch für heute. Kommentare gab es, glaube ich, keine zur vergangenen Sendung. Chris räumt schon seinen Tisch auf. Ja, ich räume auf. Ich gehe ins Wochenende. Ciao. Mach's gut. Tschüss. Euch beiden danke fürs Mitmachen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Danke fürs Hören. Empfiehlt die Sendung weiter auf allen Plattformen. Lasst Kommentare da. Votet. Thumbs up hier, Daumen nach oben, überall. Teilt die Nachricht auf Instagram, wenn ihr seht, dass es eine neue Sendung gibt. Bis dann. Frohe Kunde. Tschüss. 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 Bis bald im Kinocast.